Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich gerne einmal erklären, was es denn eigentlich mit dem Tool Slack auf sich hat. Davon hat der ein oder andere wahrscheinlich gehört oder gelesen, andere haben darüber gesprochen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie jetzt gerade dieses Video hier aufgerufen haben, weil sie mich danach gesucht haben. Was ist denn nun eigentlich Slack? Also um es gleich am Anfang mal kurz zusammenzufassen, Slack will Teams dabei helfen, effizienter zu kommunizieren. So habe ich das mal so für mich definiert. Und das tut es auf drei verschiedene Weisen, die ich hier gleich im Folgenden nochmal genauer erklären möchte. Und dabei geht es im Grunde genommen darum, dass man Dienste wie E-Mail und Chats und Messenger möglichst an einer Stelle zusammenführt und außerdem Informationen von anderen Diensten im Netz auch bei Slack vereinigt. Also dass man möglichst eine Zentrale hat für seine Kommunikation mit seinen Kollegen zu einem bestimmten Thema, mit seinem Team, zu einem bestimmten Projekt und so weiter und so fort. Also es geht vor allem um Unternehmen, um Startups, um verteilte Teams, die halt regelmäßig miteinander kommunizieren möchten, müssen, können, sollen. Und also drei Dinge habe ich genannt, die Slack aus meiner Sicht ausmachen. Das erste ist eben, dass man Chaträume anlegen kann. Und das bedeutet, dass man Chaträume für das gesamte Unternehmen haben kann, dass man für bestimmte Abteilungen, dass man es für bestimmte Abteilungen haben kann, dass man es nach Themen machen kann, also zum Beispiel nach Projekten, dass man auch Gruppen einrichten kann, die nur für bestimmte Personen gedacht sind und sichtbar sind. Und dass man auch 1:1 miteinander kommunizieren kann, also direkt Nachrichten. Und das klingt erstmal sehr simpel, hat aber eben gerade auch in Verbindung mit den anderen beiden Punkten, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, eben doch den großen Vorteil, dass es viel Kommunikation an anderer Stelle ersetzen kann. Denn viele werden das kennen, dass man eben über E-Mail kommuniziert, über Messenger kommuniziert, vielleicht hat man irgendwo noch ein Chatfenster auf. Und es ist unheimlich schwer, da auf dem Laufenden zu bleiben und vor allem auch die Kommunikation irgendwann mal wiederzufinden. Also es werden da ja oft auch Dinge besprochen, bei denen es wichtig ist, dass man sich später nochmal wieder darauf beziehen kann oder dass man nachschauen kann, was haben wir denn da eigentlich abgemacht? Was hatten wir jetzt eigentlich entschieden? Was wollten wir da eigentlich sagen? Und das geht eben mit Slack sehr, sehr viel besser, weil es eben alles an einer Stelle ist und eben durchsuchbar ist. Was dabei nicht so gut funktioniert, ist, dass Slack derzeit nur eine Ebene kennt. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht, wenn man eine Chatnachricht geschrieben hat, kann ein anderer die dicht direkt kommentieren, sondern man schreibt dann wieder eine Chatnachricht. Ja, das ist also ein einzelner Strang. Ja. Der Workaround dafür ist, dass es auch sowas gibt wie Snippets. Das sind praktisch, das kann man sich vorstellen wie Instant Textdateien, die man innerhalb des Chats erstellt. Ja, man schreibt also einen Text und den veröffentlicht man nicht als Chatpost, sondern praktisch wie eine kleine Textdatei. Und die lässt sich wiederum kommentieren. Also damit hat man dann doch eine Möglichkeit, auch eine Textnachricht zu kommentieren. Also wenn man zum Beispiel etwas hat, wo man Kommentare einsammeln möchte, also zum Beispiel wo man Feedback braucht, wo man Leute abstimmen lassen will oder ähnliches, dann sollte man sowas anlegen, damit die Leute direkt darauf kommentieren können. Ansonsten kann es auch in Slack relativ schnell unübersichtlich werden. Das zweite Feature, das ich wichtig finde, ist, dass man eben in alle diese Chatfenster, in alle diese Chaträume Dateien hochladen kann, die sich dann auch wiederum kommentieren lassen und die man auch wiederfinden kann. Das ist ja eben gerade das Wichtige. Also die Suche, eine gut funktionierende Suche, finde ich gerade an dieser Stelle auch extrem wichtig und das bieten diese Dateien. Es geht nicht darum, das muss man auch an dieser Stelle ganz klar sagen, diese Dateien gemeinsam zu bearbeiten. Das ist kein Kollaborationswerkzeug, wie jetzt beispielsweise Google Docs, wo man ein Dokument aufmacht und dann können da 3, 4, 5 Leute dran arbeiten, vielleicht sogar gleichzeitig. Man sieht, was die Leute schreiben und so weiter. Das ist nicht, was Slack ist. Slack ist, ersetzt praktisch den Moment, wo man normalerweise die Dateien an eine E-Mail angehängt hätte und das jemandem zugeschickt hätte. Jetzt kann man sie hochladen und die Leute können sie hier kommentieren und dann kann man die Kommentare nehmen, eine neue Version erstellen und dann wieder hochladen und so weiter und so fort. Oder man hat eine bestimmte Datei, zum Beispiel einen Zeitplan oder ähnliches, von dem man sagt, das sollen die Leute immer im Blick haben, das sollen sie wiederfinden können, dann kann man auch das dort in Slack ablegen und dann hoffentlich wiederfinden. Und das ist eben besser, als das per E-Mail zu schicken, wo es dann manchmal sehr schwer sein kann, sowas wiederzufinden. Und es ist vielleicht an dieser Stelle auch besser, als es beispielsweise in Dropbox abzulegen oder einem anderen ähnlichen Dienst, wo man sich dann erst durch eine Ordnerstruktur
wühlen muss. Wobei ich aber sagen würde, dass eben Slack sich nicht dafür eignet, um jetzt Dateien dauerhaft abzulegen. Man kann sie zwar alle wiederfinden, aber ich persönlich, so wie ich arbeite, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt habe, dann habe ich da nicht nur eine Datei, sondern da gehören da Bilder dazu, dann gehören da Textdokumente dazu und, und. Ja, da kann sich also eine Liste von Dateien ansammeln und dann finde ich das eher schwierig, wenn man die nicht alle an einem Platz hat. Gerade wenn man es archivieren will später, wenn das Projekt vielleicht erstmal gelaufen ist und man sagt, okay, jetzt haben wir es erstmal abgeschlossen, jetzt wollen wir die Sachen ablegen, dann würde ich das nicht in Slack machen. Aber während man ein Projekt plant oder während man es umsetzt, ist das zum Beispiel aus meiner Sicht durchaus geeignet. Da kommt es nur darauf an, dass man seine Chaträume beispielsweise sinnvoll organisiert. Entschuldigung. Der dritte Punkt, der für manche sogar der wichtigste Punkt ist, sind die Integrationen. Das bedeutet, dass man externe Dienste in Slack einbinden kann. Um mal ein ganz praktisches Beispiel zu nennen, man kann ja beispielsweise Trello benutzen, um ein Projekt zu managen. Ja, man sieht also, welche To-Dos es gibt, wer dafür zuständig ist und so weiter. Also was gerade in der Mache ist, was noch gemacht werden muss, was schon erledigt ist. Sowas kann man ja mit einem Tool wie Trello auf einen Blick sehen. Jetzt ist aber nicht jeder in einem Projekt, der daran beteiligt ist, muss da ja nicht laufend nachschauen, ob es jetzt irgendwas Neues in Trello gibt. Das wäre ja totale Zeitverschwendung und auch anstrengend. Und jetzt für jeden Kram jetzt eine E-Mail-Benachrichtigung beispielsweise zu bekommen, macht die ganze Sache auch nicht gerade übersichtlicher. Bei Slack kann man das dann so machen, dass man Trello und Slack miteinander verknüpft und dann bestimmt, welche Informationen über dieses Trello-Board, wie sich das dann nennt, also über dieses Projekt beispielsweise, in welchen Slack-Kanal gepusht werden sollen, ganz automatisch. Und dann kann man eben entweder zum Beispiel diesem Trello-Board einen eigenen Slack-Kanal geben, dass man sagt, okay, hier laufen jetzt nur die automatischen Slack-Nachrichten darüber ein, was denn jetzt eigentlich gerade in diesem Trello-Board gemacht wurde. Ja, vielleicht wenn eine Aufgabe hinzugefügt wurde, wenn eine Aufgabe erledigt wurde und so weiter und so weiter. Das kann man dann selber bestimmen, welche Aktivitäten eine automatische Nachricht auslösen sollen und das kann dann bei Slack reinlaufen. Oder man lässt es in den Slack-Chatraum hineinlaufen, in dem man sowieso über das Projekt diskutiert. Ja, das kann auch eine sinnvolle Idee sein, kommt einfach darauf an, wie man organisiert ist und wie einem das am besten gefällt. Es hat aber eben den ganz großen Vorteil, dass die Projektbeteiligten einfach nur in diesen einen Slack-Raum, in einen Slack-Kanal reinschauen müssen, um dann zu wissen, aha, das sind die Dinge, die jetzt gerade hier passiert sind, das sind die Aktivitäten, die es ja gerade gab. Und das finde ich dann doch an vielen Stellen sehr praktisch. Und da gibt es viele, viele, viele Integrationen mit allen möglichen Tools. Und da hat es manchmal auch dann den Vorteil, dass diese Leute vielleicht auch gar keinen Account jetzt für dieses eine Tool brauchen, nur um da jetzt auf dem Laufenden zu bleiben. Es würde vielleicht auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben und die möchten sich da auch gar nicht reinarbeiten. Aber es ist doch viel einfacher, das dann in einen Slack-Raum einfach posten zu lassen und dann braucht man nur diesen Account, man muss nur auf Slack zugreifen und dann hat man eben die aktuellsten Informationen. Und das ist eine Sache, die eben viele Leute doch bei Slack dann sehr begeistert hat und was es dann eben doch mehr macht als jetzt einfach nur ein Chat. Was hatte ich mir noch notiert? Achso, um zu den Accounts zu kommen. Ja, es gibt einen kostenlosen Account, mit dem kann man schon eine ganze Menge anstellen. Der hat zwar ein paar Begrenzungen, zum Beispiel kann man nur maximal 5 GB an Dateien dort vorhalten und man kann nur so und so viele Chatnachrichten durchsuchen und so weiter und so fort. Es gibt auch ein paar Features nicht, also wie zum Beispiel Gäste, dass man externe Gäste in einen Kanal, in einen Chatraum einladen kann. Das geht alles mit der kostenlosen Version nicht. Aber für kleine Teams finde ich die kostenlose Version ganz prima. Wir benutzen sie hier beim Upload Magazin beispielsweise auch und wir sind da noch an keine harte Grenze gestoßen, wo wir sagen, okay, das bringt uns das jetzt nicht mehr. Dann gibt es kostenpflichtige Teams, wo es einfach Accounts, wo es einfach um das Team geht oder um die Größe und das, was man braucht und welche Funktionen man braucht. Das würde jetzt zu weit führen, das hier zu erklären. Das kann man sich auf der Seite ganz prima anschauen. Und um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, es gibt natürlich auch Konkurrenten zu Slack, die ganz ähnliche Dinge machen. Atlassian beispielsweise hat HipChat, das ist ein sehr ähnliches Tool von der Aufmachung her, von den Funktionen her. Ist ein bisschen anders, also von dem, was es bietet und auch wie die Preise funktionieren. Das muss man sich dann mal einfach im Detail anschauen, ob es einem gefällt oder nicht. Dann gibt es Microsoft Teams, das ist für Office 365 gedacht. Das ist also für alle Leute, die bereits dort ein Abo haben, also mit Sicherheit interessant, sich das anzuschauen. Das ist wirklich Slack sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es ein Open-Source-Tool, das nennt sich Mattermost. Das ist zu Slack kompatibel, man kann es aber eben selbst hosten und das geht ja mit Slack beispielsweise nicht. Und das kann für
ja, für manchen ein Ausschlusskriterium sein, weil es eben einfach rechtliche Probleme mit sich bringt, wenn man die Daten auf einem externen oder amerikanischen Server hat. Und manch einer möchte das auch einfach im eigenen Hause haben. Dann gibt es auch noch einen Artikel von mir auf uploadmagazin.de, wo ich Slack noch einmal genauer vorstelle, die Geschichte dazu und was es denn jetzt eigentlich ausmacht. Und da kann man dann auch noch mal etwas genauer nachlesen, wie wir es in der Praxis benutzen und einiges mehr. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Vielen Dank, ich hoffe, das Video hat gefallen und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal.